Wir machen, unsere Company heißt Blockchain Helix, komme aus Frankfurt. Wir machen dort unter anderem aber auch relativ viele andere Geschichten. Ich bin der Gründer vom Fintech Headquarter, das heißt, wir betreiben auch das Fintech-Netzwerk von Deutschland und machen das Ganze mehr oder weniger, weil wir glauben, dass Blockchain eine Technologie ist, die genau genommen so viel verändern wird, dass wir dazu eine große und breite Basis brauchen, angefangen von den Fintech-Startups über die Corporates hin zu den Legal-Leuten. Und deswegen ist unser Aufwand als Startup so ein bisschen speziell. So ein bisschen die Use Cases, du hattest vorhin ein anderes Slide, Sam, das habe ich gebaut irgendwann mal. Der Gestalter, ja. Gut, das sind verschiedene Schlagwörter dazu. Also an sich, was wir momentan schon sehen in der Industrie, Supply Chain Anwendungen sind tatsächlich eben etwas, was so ein 101-Example auf der Blockchain ist. Ich will jetzt auch gar nicht so im Detail darauf eingehen. Wir betreiben eben den ganzen Bereich der digitalen Identitäten. Das geht eben von dem KYC-Bereich, also Know Your Customer, Know Your Client, das heißt Onboarding bei Banken und Versicherern zum Beispiel, über den E-Government-Bereich, Identity Access Management, und wir betreiben das Ganze eben auch als Plattform, das ist auch relativ wichtig. Financial Services kennt man so ein bisschen, da kommt es so ein bisschen her, vor allem im Bitcoin-Bereich. Ich glaube da nicht so besonders dran aktuell, weil ich glaube, da haben sich viele schon so ein bisschen dran abgearbeitet und das Ganze ist jetzt so ein bisschen on hold. Ansonsten finde ich den Bereich oben mit Entertainment eigentlich noch ganz interessant, weil ich glaube, da sehen wir irgendwie auch demnächst tatsächlich Blockchain-Anwendungen, die also sehr massiv sein werden. Alles, was in den Bereich von In-App-Gaming geht, alles in dem Bereich, was irgendwie letztendlich so, ja, alles, was man zu Hause machen kann, ohne dass man in irgendeiner Form die eigenen vier Wände verlassen muss und trotzdem eben vertrauensvolle Transaktionen tätigen kann. Wir haben das so ein bisschen mal in vier Steps aufgeteilt, was so die Blockchain-Technologie angeht. Letztendlich das Die Basis ist letztendlich, dass wir einfach so, was du vorhin schon gesagt hast, Sam, so ein bisschen Kassenbuch, ja, also ich habe irgendwie mehr oder weniger nur einfach so eine Möglichkeit, Dinge aufzuzeichnen. Das Zweite ist eben so die Transaktion, ich will irgendwie mehrere Parteien einbinden, um eben Assets zu teilen. Darüber haben wir die Smart Contracts. Mir gefällt der Ausdruck von Chain Code eigentlich besser, weil ein Contract ist es halt eigentlich nicht. Es ist knallharter Programmcode. Was wichtig dabei ist, dass es eben, wenn man aus der technischen Ebene kommt, ist es eben Self-Executable Code. Das heißt, es ist eben nichts, was jetzt in irgendeiner Form erstmal von, also man kann da Bedingungen reinziehen, aber diese Bedingungen laufen halt dann schon direkt eben Self-Executable ab. Das ist etwas, wo die Rechtsanwälte sich sehr stark dran abarbeiten, weil es eben doch sehr stark mit zum Beispiel mit deutschem Recht eben kollidiert. Da ist momentan sind da relativ viele Arbeitsgruppen dran. Und drüber ist dann eben sowas wie diese DAO, also ja, selbstverwaltete Organisationen. Wir bezeichnen es auch eben uns mit Helix eben als einer der oberen Punkte, weil wir da sehr stark mit Interoperabilität arbeiten. Was aber irgendwie auffällt, ist, dass egal mit welchem Step man da arbeiten will, wir können momentan mit irgendwelchen Wallets arbeiten, wie es viele, die momentan eben mit Bitcoin oder mit Ethereum unterwegs sind. Aber letztendlich ist es dieser Trust, den wir als Versprechen in der Blockchain haben, den brauchen wir eigentlich als digitale Identität. Und das ist der Bereich, in dem wir unterwegs sind, um so ein bisschen diese Brücke zwischen der physischen Person und einer digitalen Identität oder einem Wallet eben so zu schließen. Ja. Letztendlich so ein bisschen, wo ist der Startpunkt von Blockchain? Wir sehen momentan bei Ethereum den ersten wirklich großen Use Case in die ICOs. Das ist ein bisschen eine Überraschung gewesen. So. Der ICO von Ethereum selbst ist so ein bisschen untergegangen, weil es keiner so richtig verstanden hat. Jetzt ist die Gier halt riesig groß an den ganzen Kapitalmärkten. Und jetzt fängt halt an, wie zum Beispiel mit dem SEC-Commitment, das Ganze wird jetzt reguliert, das heißt, es gibt jetzt ein neues Regelwerk und wir werden jetzt mal sehen, inwieweit sich Leute noch trauen, in ICOs einerseits das als Anwender da reinzugehen, andererseits eben als Anbieter das auch anzuwenden. Wir selbst sind auch gefragt worden und
Es ist die persönliche Haftung ist etwas, was einen doch sehr stark umtreibt. Also man könnte da zwar schon relativ viel Geld mitmachen, wir sind momentan so um die 50 Millionen bewertet. Andererseits habe ich dann irgendwie so eine Fußfessel und auch wenn ich mich irgendwo auf Barbados irgendwo anmelde oder sowas, kriegen mich trotzdem. Der zweite große Use Case, den ich sehe in Blockchain, sind eben digitale Identitäten. Aus einem relativ einfachen Grund. Vorhin war die Fragestellung irgendwie so, ja, wem vertraue ich, was habe ich für eine Wahrheit? So eine digitale Identität ist halt eine relativ einfache Wahrheit, das heißt, da gibt es irgendwie keine zwei Meinungen. Entweder ich habe mich ausgewiesen oder ich habe mich eben nicht ausgewiesen. Insofern ist es relativ einfach. Bei Identitäten muss man sich so ein bisschen, wenn man dann, sich ein bisschen damit auseinandersetzt, verstehen, dass es sehr viel unterschiedliche Darstellungen oder Interpretationsbereiche gibt, was ist eigentlich eine digitale Identität. Die Amerikaner sehen es völlig anders. Also bei den Amerikanern gibt es eben diese selbstsouveränen Identitäten, die man vielleicht so kennt als U-Port oder als Sovereign. Da geht man erstmal davon aus, dass alles offen ist, jeder kann auf alles zugreifen und wenn dann einer betrügt, dann kriegt er einen mit so einem Holz drüber geschlagen mit riesigen Strafzöllen. Ja. So die amerikanische Denke. In Deutschland ist es völlig anders. In Deutschland gibt es eben ein sehr scharfes Datenschutzgesetz. Vielleicht ist es ein bisschen zu scharf, aber ansonsten kann man eigentlich sagen, es schützt natürlich auch aus einem gewissen Grund. Und diese Gründe, die muss man erstmal grundsätzlich diskutieren. Das heißt, wir haben vergleichsweise niedrige Strafzölle, wenn man das betrügt. Gleichzeitig hat man eben eine extrem hohe Hürde, um eine Zulassung zu bekommen, um mit digitalen Identitäten überhaupt umzugehen. Und deswegen haben wir eben diese 10, wir nennen es Commandments oder Erfüllungen, die wir irgendwie an der digitalen Identität haben. Das heißt, alleine schon irgendwie, eine digitale Identität muss grundsätzlich erstmal, es kann kein Ding sein, eine Identität. Ja? Also es gibt in Amerika, gibt es viele, die irgendwie mit Identitäten auch schon Dinge meinen. Ja? Bots oder sonst was, wir hatten vorhin eine Diskussion draußen. Das ist an sich nach EU-Recht erstmal grundsätzlich nicht möglich. Also eine Identität ist erstmal eine Person, kann auch eine juristische Person sein, ist aber kein Ding. Genauso wie eben das Recht auf den Zugriff, ja? Also was man auch Self-Determination nennt. Das ist etwas, wo sich viele Systeme, die eigentlich diesen ganzen KYC-Bereich innerhalb von Banken abwickeln, überhaupt nicht leisten. Da gibt es keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Man ist eigentlich genau genommen ein Datensatz bei irgendwo in der Bank als digitale Identität, hat aber keine Zugriffsmöglichkeit. Das heißt, es ist auch etwas, was eine Forderung ist. Persistenz ist relativ klar. Transparenzgedanke ist etwas, was genau genommen dem Datenschutz wiederum widerspricht. Deswegen ist es etwas kompliziert zu verstehen. Grundsätzlich ist es so, dass wir zum Beispiel in der Blockchain praktisch überhaupt keine Daten halten. Ja? Also das heißt, die persönlichen Daten, die halten wir genau genommen komplett unabhängig von der Blockchain in einer drüber gelagerten, geclusterten Datenbank, die nochmal zusätzlich verschlüsselt ist, weil wir eben die personenbezogenen Daten komplett schützen müssen. Trotzdem brauchen wir ein transparentes System und das transparente System ist in dem Fall eben hauptsächlich auf die Transaktionen ausgelegt. Wir haben Interoperabilität, das ist einer der Punkte, die bei Blockchain momentan in den Verhandlungen ist. Es gibt relativ viel solcher ISO-Gruppen, die momentan tagen, wo es darum geht, dass man sagt, es darf nicht eine einzige digitale Identitätslösung geben, sondern es wird sehr viele geben und irgendwie müssen die miteinander auch umgehen können. Ja? Das heißt, war vorhin die Frage, gibt es eine Ethereum-Lösung, wo alles stattfindet? Ja, du hattest das gefragt. Es wird nicht der Fall sein. Also wir werden sehr, sehr viele Blockchains sehen. Es gibt Mutmaßungen, dass wir Millionen haben werden, weil wir genau genommen eben auch rein von den Skalierungseffekten es überhaupt nicht hinbekommen würden. Ja? Also Ethereum selbst zum Beispiel kannst du eigentlich im täglichen Leben, könntest du darüber keine klassischen Geschäfte abwickeln momentan. Das ist nicht möglich. Also Skalierung ist da aktuell nicht möglich mit einem klassischen Proof of Work. Was du aber machen kannst, ist, wenn du das aufbrichst, wenn du sozusagen sagst, du hast deine Public Blockchains, du hast Private Blockchains, du hast Konsortiums Blockchains und du schaffst eine Interoperabilität zwischen diesen verschiedenen Blockchains, eben dann kannst du das machen. Ja. Das heißt, das ist das Prinzip der
Interoperabilität und das andere Prinzip eben der Portabilität. Das heißt, man darf eben kein Vendor-Lock haben. Wenn ich jetzt irgendwo eine Identität bei uns auf dem System habe, dann will ich als User natürlich eben auch möglicherweise wechseln wollen zu einem weiteren Anbieter. Wir hatten vorhin den Ausdruck von ERC-20-Token, wo man eben letztendlich zwischen verschiedenen Currencies hin und her wechseln kann. Also etwas Ähnliches sind wir auch gerade am Bauen, als Identitätstoken praktisch. Ja, also die Möglichkeit eben von einem Anbieter zum anderen zu wechseln und trotzdem eben dieses Prinzip der Minimalisierung trotzdem zu haben. Also man will nicht, dass alle Identitätsdaten überall verteilt sind, sondern man will eigentlich genau genommen nur diesen Zugriff jeweils gewähren. Das Prinzip der Minimalisierung ist auch ein relativ wichtiges Prinzip. Letztendlich ist es so, wenn ich jetzt als digitale Identität mit Dritten Geschäfte mache, dann will ich in der Regel eigentlich immer nur das weitergeben von meinen persönlichen Daten, was wirklich auch notwendig ist, um dieses Geschäft auch abschließen zu können. Also einfachstes Beispiel ist, ich will Zigaretten kaufen und ich muss nachweisen, dass ich 18 Jahre alt bin. Ja. Der muss nicht von mir wissen, wer ich bin, keinen Namen kennen oder sowas alles, aber er muss von mir rechtssicher wissen, ich bin 18. Das Prinzip der Minimalisierung. Dass es geschützt werden muss, ist auch klar. Und es gibt auch in der GDPR das Prinzip des Rechts auf Vergessen. Wir hatten ja vorhin schon gehört, Blockchain ist ein System, was eben immutable ist, also ist unveränderbar. Könnte man jetzt sagen, okay, funktioniert nicht. Ja, also wie soll das gehen? Letztendlich geht es schon letztendlich darüber, dass wir eigentlich in der Blockchain selbst praktisch keine Daten abspeichern. Das heißt, wir speichern in der Blockchain selbst den Trust ab, die Sicherheit, dass diese Datei eben oder diese Information vorhanden ist, und wir speichern dann jeweils einen Pointer hin zum Datenbankeintrag und können darüber eben diese Sicherheit gewähren. Über allem steht dann letztendlich der Trust, weil Blockchain eigentlich als Versprechen eben dieses Vertrauensmaschine hat. Letztendlich Schlagworte. Ja, hast du eine Frage? Das würde es geben, wenn man das nicht anders vorsieht. Ja? Also wir haben das insofern geregelt, dass die Datenbank, die ist eine Big Data Datenbank, die ist auch nochmal komplett geclustert. Insofern haben wir da auch keinen Single Point of Failure. Insofern ist das auch nochmal komplett. Das ist eben das, was wir aufbauen, ist eine Konsortiums-Chain, wie man es bezeichnet. Ja? Das heißt, es ist nicht nur unter unserer Kontrolle, sondern es ist unter der Kontrolle von einem Konsortium. Ja? Also irgendjemand muss die Kontrolle haben, bei einem Bitcoin-Netzwerk hast du es auch. Das ist Prinzip, wenn man mit digitalen Identitäten umgeht, in einem Rechtsraum wie Deutschland, braucht man immer Governance. Also man braucht immer Regelwerk, man braucht immer jemanden, der dafür verantwortlich ist, den man auch ansprechen kann. Wir brauchen an der Stelle eben, dadurch, dass wir rechtssicher arbeiten müssen, Auditoren, die diesen Code eben auch überprüfen können, dass er eben rechtssicher ist. Wir brauchen ganz klassisch Anwälte da drin, die das Ganze überprüfen. Wir brauchen die Regulatorik komplett etc. pp. So, das heißt, wir haben jetzt hier eben ein distributed Netzwerk, wir haben hier eine Prime Identity, die wir aufbauen. Wir bauen diese KYC-Daten eben von zwei Seiten auf. Das heißt, wir haben einerseits die Daten, die für den Business-Bereich zugreifbar ist, und wir glauben halt eben an der Stelle, dass für einen Mehrwert es notwendig ist, dass der private Nutzer das auch nutzen kann, wie so eine Art von digitaler Wallet oder digitaler Heimat. So, das ist unsere grundsätzliche Idee. Das, was GDPR fordert, Privacy by Design, Security by Design, haben wir da auch abgebildet. Wenn man sich das vorstellt, sind es genau genommen drei verschiedene Services. Das eine ist eben die Identity Services, das zweite ist ein hochsicherer Datenservice und das dritte sind eben die Payment Services. Wir müssen bei so einem System, wenn man das irgendwie auch ein bisschen größer einführt, letztendlich davon ausgehen, dass wir nicht das Problem haben werden, was E-Mail hat. E-Mail ist an sich von der Konzeption falsch aufgebaut. Das heißt, wir haben in E-Mail einen riesigen Spam. Das heißt, wenn wir eben hier so ein System aufbauen, wo wir sehr stark und sehr viele Transaktionen haben, müssen wir mit Micropayment arbeiten. Das heißt, wir haben hier Micropayment hauptsächlich für Spam Prevention drin. Und drumherum eben eine Cross-Industry-Anwendung zwischen den verschiedenen Partnern, um eben diese Identitätsdaten letztendlich so auszutauschen. KYC selbst ist eigentlich genau genommen eben, ein paar Leute von den Banken sind hier, die werden wissen, dass es irgendwie einer der größten Painpoints ist.
Es ist einfach ja, bürokratischer Wahnsinn. Ja. Also letztendlich führt es dazu, dass wir diesen Bereich aufbrechen in das Onboarding, in das Monitoring und auch in das Reporting. Und wenn man sich vorstellt, dass in dem Bereich eben ein Einsparpotenzial von Minimum 25% liegen und wir sind in einem Bereich drin, weltweit von um die 28 Milliarden Dollar, was KYC kostet und wir da alleine in den Fines auf einem Bereich von 8 Milliarden sind, dann ist das halt schon ein massiver Use Case. Wenn man jetzt anschaut, was wir machen, ist es letztendlich so, dass wir oben den User haben. Wir haben ein Netzwerk von verschiedenen Industriepartnern und letztendlich ist es so, dass der User über unser Portal kann seine Daten komplett einpflegen. Er kann es auch über die Bank selbst machen, über eine Möglichkeit, es einzubinden. Und er lässt seine Daten dann, wenn er sie eingegeben hat, lässt er sie ein einziges Mal überprüfen. Nach GWG-Recht oder AML, wie man es in Amerika sagt, gibt es eben bestimmte Player, die sind unterschiedlich in verschiedenen Ländern. In Deutschland sind es klassischerweise Banken, Versicherer, Notare, öffentliche Hand. Es gibt noch Videoident-Verfahren, die eben nach der Regulatorik solche Daten tatsächlich überprüfen und mit einem Trust versehen können. Das heißt, an der Stelle, dadurch, dass wir mit Blockchain arbeiten, haben wir einen Punkt in der Zeit, wo wir eine reguläre digitale Identität herstellen. Dadurch, dass es immutable ist, können wir tatsächlich an dieser Stelle diese Identität wirklich rechtssicher herstellen. Dadurch, dass die ganzen Informationen dann auch bei uns auf der Blockchain liegen, beziehungsweise eben angekoppelt an der Blockchain, ist bei dem nächsten Partner eben an sich nur rein mit einem QR-Code der komplette Ausweis dadurch schon erfüllt. Das heißt, wir haben hier an der Stelle eben eine Abwicklung innerhalb von einem Industriepartner-Konsortium, wo man diesen kompletten Bereich sharen kann und im nächsten Schritt dann eben E-Government. Um mal zusammenzufassen, die Punkte ist eben, man bezeichnet es auch als Sharing Workforce, das heißt also eben Arbeit, die einer schon getan hat, wird geteilt. Wir machen das so, dass derjenige, der diese Arbeit getan hat, also der so eine Identität und so einen Trust gegeben hat, wird dann im nächsten Schritt, dadurch, dass wir diese Identität auch traden, wird er incentiviert. Plattform erhält einen Teil, derjenige, der das überprüft hat, erhält einen Teil. Der größte Kostensenker ist Standardisierung, das heißt, wir haben eine Möglichkeit, eben mit einer neuen Technologie tatsächlich eben einen neuen Standard einzuführen. Und dadurch, dass diese Daten immer aktuell sind, dadurch, dass wir hier eine feste Kopplung haben, sind diese Daten natürlich auch immer von der Datenqualität erheblich höher, als wir sie momentan haben. Es ist wahnsinnig warm hier oben. Ja. Hast du das ausgehalten? Gene. Aber er hat es gesagt, ne? Aber sieht es aus, um mal so ein Bild zu geben. Ich habe jetzt hier mal ein Profil von mir eingetragen. Das heißt, wir haben ein End-User-Portal, wo man letztendlich seine ganzen Identitätsdaten eingibt, alles, was man so benötigt. Das Ganze wird nochmal man sieht die Historie hier, man kann das Ganze eben auch noch mit weiteren Informationen versehen, beliebige Zertifikate, beliebige Informationen. Wir können auch beliebige Binaries hochladen. Und das Ganze ist natürlich erstmal jetzt nicht getrusted. Das Ganze ist jetzt erstmal von mir selbst eingetragen. Wieso sollte jemand anderes dem vertrauen? Was ich jetzt machen kann an der Stelle, ich nehme den QR-Code und renne jetzt zur anderen Seite. Das heißt, wir haben eben hier ein zweiseitiges System. Wir haben die andere Seite, die Trust-Provider-Seite. Und ich nehme diesen QR-Code und habe eben hier eine Möglichkeit, über einen Web-Service unseren Dienst einzubinden. Der QR-Code wird eingescannt. Das wäre jetzt nicht genug. Wir müssen mehr Security hier noch mit reinpacken. Deswegen haben wir eine hochsichere App auch noch, wo dann in dem Schritt über ein sicheres Gateway diese Information erstmal dann als reine Textinformation an den User, an die App weitergegeben wird. Es gibt übrigens eine Anfrage von der Coinbank in dem Fall. Die wollen folgende Informationen zugreifen von dir. Bestätigst du das oder eben nicht? Wenn ich das bestätige, erst dann kriegt die Coinbank eben den Zugriff, kann beliebige Informationen noch hinzufügen, kann Scans hochnehmen. Die ganzen Informationen sind atomar abgespeichert, das heißt, sie können einzeln mit einem Trust versehen werden. Wir haben unterschiedliche Trust-Level, die auch aufeinander aufbauen. Das sind alles letztendlich
von der Regulatorik und von dem juristischen Framework notwendige Dinge, die wir hier erfüllen und kann letztendlich dann diesen Prozess abschließen. Und wenn der Prozess abgeschlossen ist, dann habe ich hiermit wirklich tatsächlich eine rechtssichere Identität, mit der ich mich bewegen kann. Ich kann anderen Dritten den Zugriff auf diese Informationen geben und kann damit letztendlich völlig autark damit agieren. Ja. Das Interessante ist dann auch noch, dass wir natürlich jetzt hier, wir haben eine Hauptidentität erzeugt, und wenn wir eine Hauptidentität erzeugt haben und wir können eben über Interoperabilität weitere, wir nennen es Subidentitäten oder Avatare mit einbinden, können wir natürlich beliebige Funktionsbereiche einbinden. Also wir können jetzt hier zum Beispiel eben ein Healthcare oder E-Health anbinden, wir können Smart Home und Smart Car, wir können Banksysteme anbinden, wir können Identity Access Management anbinden, also beliebige Bereiche und damit dann letztendlich ein Ökosystem damit aufbauen, indem wir dann eben diesen Bereich, deswegen ist es auch eine Identity-Plattform, Dritten zur Verfügung stellen, um eben weitere Services einzubinden. Da sind wir momentan gerade dabei. Letztendlich ist es so, diese Interoperabilität zwischen der digitalen Identität, wo wir die Brücke schließen, dann haben wir die privaten Avatare, wir haben die Social-Media-Avatare, wir haben die Business-Avatare, wo wir dann das in verschiedenen Bereichen aufsplitten können. Wort zu Scalability, Bitcoin und hatten wir vorhin 10 Minuten etwa, Ethereum ist genau genommen eigentlich noch schlimmer, sind nicht ausgelegt für Transaktionen in so einem Massenbereich. Es schlägt dann einfach hart an. Der Grund dafür ist letztendlich, dass man bei Public Blockchains mit einem Proof of Work arbeiten muss. Das heißt, wir versuchen jedes Mal ein Rätsel zu lösen. Wir haben ein Mining drunter liegen und entsprechend ist die einerseits die Rechenkapazität, die wir dafür benötigen und andererseits eben auch die Zeit, die dafür notwendig ist, ist also enorm. Das haben wir an der Stelle hier nicht, dieses Problem, weil wir hier mit Named Nodes arbeiten. Das heißt, unsere Knotenpunkte sind letztendlich die Konsortiumspartner und wir können über die eigentliche, was hast du hier stehen? Okay. Du hast irgendwie sowas gekriegt hier auf deinem Notebook, Sam. Und wir können über die eigentliche App dann auch nochmal so eine Vertrauensstellung aufbauen. Das heißt, was wir verwenden ein Proof of Existence als Konsensusalgorithmus. Man bezeichnet es auch als Proof of Authority und sind damit von der Skalierbarkeit praktisch ja, völlig unabhängig von diesen ganzen Skaleneffekten. Also wir können das Ganze praktisch beliebig hochskalieren, haben nicht diese Probleme, dass da irgendwie Sachen dauern oder so. Ja. Habe ich noch ein paar Use Cases mal hinzugenommen. Einer der Use Cases, der relativ offensichtlich ist, zum Beispiel, das sind jetzt Airlines. Ja. Also wir können das komplette Passenger Management mit Identifikation und KYC können wir komplett damit abbilden. Das ist extrem einfach. Genauso wie das komplette Crew Management. Ich kann also innerhalb der Crew auch zwischen Airlines zum Beispiel die Zertifikate von den Piloten abfragen. Ich kann gucken, wie hat der Pilot eben, was für eine Historie hat der, muss der retiren an der Stelle. Ich kann das Ticketmanagement komplett abbilden. Ich heiße, ich muss keine Tickets drucken. Ich kann das Ganze eben zu der Person hintreiben. Das Ganze kann man sich auch direkt mit dem öffentlichen Personennahverkehr vorstellen. Das heißt, ich muss nicht irgendwelche Tickets ziehen, sondern ich kann das Ganze direkt über so ein Interface dann machen. Und als eigentliche Legitimation ist dann eigentlich hauptsächlich ein QR-Code über meine App dann notwendig nur. Mehr brauche ich nicht an der Stelle. Ja. Und das Ganze kann man auch weiterziehen eben zum Supply Chain Management, um dann eben, ja, letztens hatte ich so eine Anwendung, da ging es um Crowd-Butchering, also Supply Chain für Schweinezucht. Kann man eigentlich auch sehr schön abbilden da drin. Ja, eine Frage gerade. Nochmal bitte, was war die Frage? Ja, inzwischen braucht man bei den Fliegen, also es hängt von der Airline ab, es gibt ein paar Airlines, die sind relativ progressiv, was das angeht, da braucht man nicht so viel, aber man braucht in der Regel überall immer Tickets. Also es ist normal, ja, also es gibt ein paar, die es besser machen, aber ich war jetzt letztens irgendwie relativ viel unterwegs und da hatte ich halt überall irgendwelche Tickets. Die sind teilweise dann auch über QR-Codes gebaut und sowas alles, funktioniert ganz gut, aber die sind ja immer dann
Systeme, die immer in der jeweiligen Airline immer nur sind. Ja. Den Reisepass ersetzen, ja. Ja. Kann sein, ja. Ein weiterer Use Case ist eben sowas wie Smart Home. Ja. Also ich kann natürlich auch IoT-Devices dann anbinden an meine Person. Das ist relativ einfach. Das Prinzip ist eigentlich, wenn man, ich weiß nicht, wer von euch Programmierer dann auch ist, das ist das Prinzip der Abstraktion. Ich kann letztendlich dann meine verschiedenen Devices, wenn ich so, wir kennen alle Druckertreiber, denke ich mal, also wenn ich jetzt meine Smart Home Devices über Treiber dann anbinde, kann ich so etwas wiederum dann in eine Smart Home Verwaltung einbinden, um das Ganze dann eben zu personalisieren an meine Person, um das Ganze dann abwickeln zu können. Das ist relativ easy. Ja. Ansonsten, ne, also das Wichtigste dabei ist, wir sind halt eben komplett compliant, erfüllen GDPR. Shared Workforce ist das, was wir eigentlich so als Versprechen für die Kostensenkung der Banken und Versicherer haben. Datenqualität ist enorm hoch. Und im gleichen Zug haben wir eben Privacy and Security bei den Usern und was wir als Self-Determination bezeichnen für die User, so dass man eben dann eben auch als eine Art von Journey hin, momentan können wir nicht anders als ein Regelwerk zu haben, als eine Konsortiumschain aufzubauen, dann in so einer Journey dann im Rahmen von vielleicht 7 Jahren hin zu selbstsouveränen Identitäten zu kommen. Amerikaner sehen es anders, wir sehen es so, wir sind momentan relativ viel am Sprechen mit den Regulatoren, mit BaFin und mit EIOPA. Die sehen das genauso wie wir, ist eigentlich ganz praktisch. Ja. Ich würde es, glaube ich, an der Stelle, ich muss mal gucken, ob ich noch was habe, was Interessantes für euch. Vielleicht das Businessmodell ist vielleicht auch noch ganz interessant, dass man irgendwie versteht, wie das aufgebaut ist. Letztendlich gibt es relativ viele Wettbewerber, die da auch im Markt unterwegs sind, die nicht mit Blockchain-Technologie arbeiten, wie zum Beispiel eben auch die Schufa. Die Schufa macht so um die 140 Millionen Requests, KYC-Requests im Jahr, diese bestätigt, in unterschiedlicher Höhe. Also es gibt teilweise Sachen, die nur über Lettershop abgefragt werden, dann sind wiederum Bankabfragen drin. Auf jeden Fall ist es ein sehr massives Businessmodell, chargen so um die 5 Euro. Wir haben in dem Bereich eben von dem Use Case, von dem Businessmodell so um die 2 Euro abgestuft nochmal, wenn wir eine reine Altersabfrage machen, das ist nochmal deutlich niedriger. Wenn wir in Wealth Management abfragen, geht es deutlich höher. Ansonsten eben haben wir diese Datenservices nochmal als Pay-Per-Use drin und haben dort nochmal Lizenzmodelle in den verschiedenen Bereichen. Ja. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, dass man irgendwie mal so sieht. Wir sind momentan an relativ vielen Ecken und Enden am Diskutieren mit Industrie, haben auch 2 große Projekte momentan in der Pipeline, die wir momentan gerade auch starten. Insofern gehen wir davon aus, dass wir in Mitte 2018 das Ganze tatsächlich eben auch mit großen Industriepartnern auf die Straße packen und dann vielleicht hat der eine oder andere dann bei uns eine digitale Identität. Ja. Also insofern bin ich mal gespannt, wenn wir da wiedersehen. So, ansonsten, wenn Fragen sind, dann bitte immer zu.